Es wird wieder Sterne gegessen und zwar in der Schweiz. Heute sind Peter und ich beim Equitable. Hallo. Equitable wahrscheinlich. Equitable. Wir werden uns gleich 7 Gänge des puren Genusses reinfahren. Aber ich habe dafür natürlich noch was vorbereitet. Ich bin ja fein angezogen, so wie du. Ich sehe das hier. Top Outfit. Peter, ich bin vorbereitet. Ich ströme heute vor Reichtum, weil Sterne essen, das machen ja nur reiche Leute. Ne? Hast du gelogen. Und deswegen habe ich heute, ich habe eine Kombo dabei. Ich sehe schon, du hast meine Layers, Favorite. Du hast Zwiebeln, wie ein Ober. Das sind meine Lieblingslayers. Ich habe hier einmal eine Martini Porsche Racing Jacke. What the fuck? Ja, ich bin Porsche Fan. Martini Racing? Ja klar. Let's go Porsche, sage ich dir. Weil ich bin ja großer Porsche Fan. Ich habe ja viel Reichtum und deswegen habe ich auch natürlich mein Porsche Sport Hoodie dabei. Alter. Nein, nein. Alter. Reichtum, Geld. Willst du ein paar Sachen wissen? Ja. Okay. Wie viele Sterne? 1 Stern. Und es wird ausschließlich mit regionalen, saisonalen und Fairtrade-Produkten gekocht heute. Oh, dann könnten die ja auch einen grünen Stern haben. Haben sie tatsächlich auch. Oh, Wahnsinn. Sie haben auch einen grünen Stern dazu. Der steht für besonders nachhaltige Produktion des Essens. Und man möge munkeln, wir werden auch ein exklusives grünen Stern-Restaurant noch testen während unseres Trips hier. Hat der Guide Michelin irgendwann mal eingeführt, um Restaurants auszuzeichnen, die besonders auf Nachhaltigkeit Wert legen, damit man das direkt erkennt. Dann hast du die normale Sternebewertung 1 bis 3, um die Qualität zu bewerten und der grüne Stern gibt es nur einen, in Anführungszeichen nur. Der ist wie so eine Plakette, eine Auszeichnung. Grüner Stern bedeutet nachhaltige Küche. Per se ist es ja auch nicht die Auszeichnung der Küche mit den Sternen, sondern einfach nur, ob sich der Trip dahin lohnt. Das ist ja immer noch eine Reifenfirma und ein Stern war, kann man mal machen, ist ganz schön. 2 ist ein Umweg lohnt sich und 3 ist eine Reise lohnt sich. Eine Reise lohnt sich. Und das sollte man machen, am besten mit dem Auto, damit man die Reifen nämlich abfährt. Das ist literally genau der Sinn der Sache. Und dass das jetzt auch gleichzeitig mit dem Wert des Essens verknüpft ist, ne? Deswegen ist ja die Reise wert bei 3 Sternen. In dem Fall, also ich finde, manche Einsterner sind auch die Reise wert, aber 100%, also nach wie vor. Ich bin Troika Ultra. Jetzt aber der Guide, wie du sagst, der sagt, das ist eine Küche voller Finesse. Sind wir klug genug, um Finesse zu erkennen? Ich glaube, wenn ich ein kleines Mikro-Kleeblatt sehe, dann reicht das für mich aus für Finesse, bin ich ganz ehrlich. Wenn das noch eingebaut ist und so levitiert, dann flippe ich komplett aus heute. Spezialisiert sind die hier auf die moderne Küche. Normalerweise moderne Küche, was ich mir habe erklären lassen, ist immer die Grundlage, siehe französische, in modern interpretiert. Und unser Chefkoch von dem, was ich recherchiert habe, da muss ich mich aber gleich auch nochmal genau belesen, denn ich sag mal, ich wühle mich immer durch die Presseartikel dieser Restaurants, ist heute Julian Marty. Der hat hier früher mit Fabian Fuchs das Restaurant zusammengeführt und ist inzwischen aber selber der Küchenchef und hat auch den Stern weiter erkocht. Kleine Anekdote von ihm, in Hauswirtschaft hat er selber in einem Interview beantwortet über das Profil, was man mit ihm gemacht hat. Hat er immer gesagt, in der Schule war sein Lieblingsfach das Hauswirtschaften, also ist geboren für die Küche, wo man auch gekocht hat, dann hat er immer eine 6. Ist doch voll schlecht, eine 6. Jetzt kommt der Einstein-Witz, der hat ja auch eine 6 in Mathe und ich glaube, der war hier bei den Ösis oder in der Schweiz auch auf der Schule und 6 ist eigentlich eine 1. Spannender Charakter, nichtsdestotrotz, der ist super viel gereist, schon in verschiedenste Küchen auf der ganzen Welt, um sich da weiterzubilden. Also wirklich von Sushi bis Brasilien bis türkische Küche, um da wirklich überall reinzuschnuppern. Hat aber auch, kurz bevor er hier übernommen hat, eine Australienreise gemacht, über 50.000 Kilometer einen Roadtrip und war da unter anderem auch in Australien im Kauai. Und das Kauai ist seit 2009 unter den 50 besten Restaurants der Welt immer noch und ist der Praktikant gewesen da in seiner Zeit in Australien unter Peter Gilmore. Ist einer der besten Köche der Welt auch. Peter muss ich euch, glaube ich, nicht vorstellen, wie wir es ansonsten immer bei unserem Sterne-Essen-Format machen. Peter ist die Person, die mich ins Sterne-Essen gebracht hat. Und dieses Jahr werden wir richtig reingrinden, damit wir mal auf den gleichen Wissensstand kommen wie Peter und ich ihm auch noch was empfehlen kann. Ja, okay, das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Immer die Sachen, die du noch nicht gemacht hast, schiebst du mir rüber und dann sage ich so, okay, ich gehe schnell. Was sind deine Erwartungen? Du hast auch schon ein bisschen reingespickt, hast du Bock? Ja, das Menü haben die nicht online. Ich gucke mir gerne immer vorher das Menü an, das geht ja nicht. Das heißt, wir müssen uns überraschen lassen. Ich weiß, dass sie ein omnivores Menü haben, also mit Fisch, Fleisch und Gemüse. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn so sehr stark auf Finesse gespielt wird, weil ich habe dann immer Sorge, dass das zu klug ist für mich, weil ich dumm bin. Manchmal dann Finesse über Geschmack steht, aber ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Weil ansonsten, ich bin ja auch blöd. Ja. Sehen wir, ob wir beide blöd sind. Ich würde sagen, wir sieden uns mal drin, wir lassen uns überraschen vom Menü. Viel mehr kann ich euch da auch noch nicht zu sagen. Wir werden auf jeden Fall 7 reguläre Gänge mit Weinbegleitung uns reinsetzen. Mit noch einer Begrüßung aus der Küche und dann natürlich der freundlichen Bitte geh. Dem Petit Four und dem Amuse-Bouche natürlich. Dann dementsprechend werden wir sicherlich 9 bis 10 verschiedenste Sachen zu uns nehmen. Und ich bin doll gespannt auf diesen Abend. Ich auch. Lass uns reinschauen. Wir sind dann angekommen. Es ist süß.
süß und klein und muckelig. Ja, wir sind natürlich auch die Ersten. Wir sind auch vor dem offiziellen Start jetzt hier drin. Und wir haben ganz viel gelernt gerade eben. Wirklich. Also erstmal, wir haben den Namen fast richtig ausgesprochen. Er wird französisch ausgesprochen. Équitable. Was für Nachhaltigkeit. Ja, genau. Das Französische steht für Nachhaltigkeit. Deswegen auch der grüne Stern. Wir haben den Küchenchef Aal kurz getroffen. Ja. Und wir haben gelernt, es ist nur er und ein Sous-Chef. Ja, die sind zu zweit in der Küche. Ist insane. Dieses ganze Ding hier heute Abend machen werden. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, andere Tische, die gerade hier sind. Und das ist schon ordentlich, was dann hier rausgeht mit jeweils sechs andere Tische. Boah, ja, mit dem hier, das ist schon, also für zwei Leute dann jeweils so viele Gänge, das ist schon ordentlich. Und zwei Leute nur im Service und einmal noch eine Hilfe, die ein bisschen mit Spüler, genau, mit spült und Co. Plus, das fandest du auch, glaube ich, sehr interessant, da kannst du gerne mal mit einsteigen. Wir haben uns die ganze Zeit gewundert, als wir immer gegoogelt haben, wo wir hin müssen, auch wegen der Adresse, dass hier immer Equitable AG steht, die Aktiengesellschaft. Wir haben gerade rausgefunden, warum das so ist. Weil es eine Aktiengesellschaft ist. Da rechts ist so eine Gründerplakette, da stehen die Namen der Leute drauf, die diese Aktiengesellschaft mitgegründet haben. Denen gehört allen dieses Restaurant. Und das sind alles Food-Enthusiasten. Man kann auch Aktien kaufen auf der Webseite. Dann muss dann aber einer, der schon eine hat, die verkaufen, weil es werden keine neuen erstellt und das wird auch nicht öffentlich an der Börse gehandelt, sondern nur von Leuten, die sich kennen, wissen, dass da Menschen in dieser Aktiengesellschaft sind, die zwar schon Wert darauf legen, dass das wirtschaftlich ist, aber es muss nicht unendlich viel Kohle machen, sondern das, was am Ende übrig bleibt, wird wieder ins Restaurant gesteckt. Das heißt, es wird nicht ausgeschüttet an die Aktionäre. Was geil ist. Und dann haben wir halt auch gesagt, wenn das jetzt so funktioniert, Mönchengladbach hat viele Leerstände, Peter und ich, wir würden auch nochmal eine Aktiengesellschaft Restaurant in Mönchengladbach gründen, falls ihr einsteigen wollt. Ne? Ja. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Also wir würden nichts reinlegen und euch das alles finanzieren lassen. Wir wollen Mönchengladbach zum ersten Stern führen. Wir fangen gleich an. Es ist ein Überraschungsmenü. Mhm. Wir haben 7 Gänge, wir beide, mit einer Weinbegleitung. Wir haben hier schon einen Weizer Schaumwein. Der ist nicht so hefig wie jetzt so Champagner oder sowas. So gar nicht so dieses Schwere, sondern der ist leicht, aber hat schon, ich will die ganze Zeit Kante sagen, aber das ist falsch. Aber der Struktur und der regt an. Ich habe nichts dazu hinzuzufügen. Ich mache so. Mhm. Wie Stefan Raab früher immer, wenn die Leute immer applaudiert haben. Und dann ja. Auf einen schönen Abend schon. Würde ich auch sagen. Es geht gleich los mit unserem ersten Gang. Und dann lassen wir uns voll in diesen Abend hineinfallen. Freue mich. Ich freue mich auch. Also wir starten gleich mal mit unseren ersten Snacks für euch. Und zwar haben wir in der Mitte einmal das Kopfsalatkörbchen, das Knusprige mit einer Tartarsoße, Essiggurken und Essiggurkenpulver. Dann haben wir vor euch auf dem Teller einmal ein Macaron aus fermentiertem Rotkohlsaft, ein Esslöffel von Creme und frischen Radieschen. Daneben ein knuspriges Fasnachtsbürgli. Dann haben wir einen Rotkohlsalat mariniert. Für dich einmal Barbecue Kohlrabi. Und für euch eine dünne Scheibe Wildschweinbauch, glasiert mit Barbecue und dann oben drüber haben wir eine fermentierte Kohlrabi-Creme, fermentierten Knoblauch und frische Petersilie. Hammer. Super, Dankeschön. Ja, direkt drei Kleinigkeiten, die hier für uns sind. Ich würde tatsächlich in der Reihenfolge genießen, wie erklärt empfohlen wurde. Dann weiter geht's, ne? Ist aber auf jeden Fall schon mal gut für dich. Sauer, mit einer schönen Süßkomponente. Halt, richtig. Das ist krass süß. Und diese, was war das Weiße? Der Schaum, der war auch so eine... Ja, das hatte sowas Creme Fraicheiges irgendwie. Da war aber, glaube ich, auch Essigschaum. Ah, okay. Also so ein von der Gurke auch. Aber super lecker. Mhm. Der Crunch von diesem Kohl, von diesem frittierten Kohlrinden. Ja, super. Ganz verrückt, aber voll geil. Ich dachte gerade, das wird super rauchig, aber es ist überhaupt nicht gewesen. Gehen wir weiter hier mit... Dieser Macaron. Wirklich süß. Wunderschön. Boah, schön intensiv. Ich finde das Mundgefühl von Macarons immer schwierig, ehrlicherweise. Vollkommen merkwürdig, aber nur ersten zwei Bissen danach normalisiert sich das komplett. Es verpufft sich ja so. Also du drückst halt mit der Zunge drauf und alleine dadurch wird es ja schon weg. Das ist so wie was so zerfällt. So. Mhm. Und ich glaube, das ist der Fun da dran, aber ich finde es trotzdem schwierig. Der Geschmack ist total spannend. Das wird auf jeden Fall super verrückt. Also Wildschweinbauch kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal hatte. Fermentierter Kohl, ne? Ja, guten Appetit, ne? Wildschweinbauch. Ist halt wild, hat dadurch einen sehr, sehr eigenen Geschmack, so, der aber gut bearbeitet wird durch all die anderen Komponenten, meiner Meinung nach. Also ich hatte es ein bisschen chewy, aber lecker. Es hat Fett, ja. Fett ist so ein eigener, krasser Geschmack. Und du startest langsam, es ist cremig, es ist schön aromatisch und dann kommt so BAM! Und dann geht es nach hinten so schön leicht nochmal raus und das finde ich sehr schön. So ein Herzschlag. Ha, das hast du schön beschrieben. Ja, danke schön. Geht jetzt gleich weiter.
Wir machen weiter. Es gibt Brot. Brotzeit. Frisch gutes gebacken. Brot, ne? Damit kriegt man dich ja auch und mich auch. Das ist ja süß. Das ist wirklich so ein kleiner Leib. Und dazu gibt es hier frisch aufgeschlagene Butter mit Sonnenblumenkernen, gerösteten und karamellisiert. Als Brot essen, ja. Ich finde diese Brotmesser so unverschämt schön, weil es ist von der Rückseite einfach nur wie so eine Feile. Und wenn ihr es umdreht, dann ist da einmal nur eine Einkerbung reingefräst. Mhm. Ich finde das richtig cool. Ich finde dich schön. Das ist halt so Sonnenblumen gerne. Weißt du, das löst bei mir was aus. Smacks. Gut, dass ich gerade schon auf Klo war. Wieso? Smacks? Wenn du viele Smacks isst und du bist dann Number One. Das Nein. Ist unfassbar crazy nach Smacks riecht dann. Brot ist geil knusprig, schön weich von innen, schön warm auch noch. Es hat eine gute Feuchtigkeit, deshalb das Gefühl, dass da vielleicht auch schon Butter drin ist, das weiß ich aber nicht. Und die Butter dazu, geil. Musstest du auch an Smacks denken? Mhm. Du, ich finde die Kombination einfach super spannend, weil du hast halt gleichzeitig so was Cremiges, was leicht Würziges und dann so einen kompletten Süßkick ins Gesicht. Und auch in der Konsistenz von sowas Crunchy-mäßigem, auch eher eine Seltenheit, würde ich mal sagen, die man sich einfach mal so schnell vor einem Essen irgendwo drauf macht. Ich würde sagen, ich sehe da hinten schon, ich habe schon dahin geschielt, ich glaube, unsere Weinbegleitung geht gleich los. Das heißt dann dementsprechend noch der erste Gang. Ich bin froh und glücklich, dass sich noch so viel mit Brot auseinandergesetzt wird, gerade in der Sterneküche. Mhm. Und jetzt heißt es für uns, weiter essen. Im Wallis, auf dem Weingut Clos de Corbasier. Wir haben einen Hermitage. Hermitage steht für ein Cuvée aus Marsan und Roussan. Zwei Traubensorten, die vor allem im südlichen Rhonetal in Frankreich sehr, sehr bekannt sind. Sie wachsen aber auch sehr gut bei uns. Das Tal Vaisillon ist ein sehr, also es hat sehr steile Berge rundherum, das grenzt ja an die Alpen. Diese Lage, wo die Trauben gepflanzt sind, Clos de Corbasier, die wächst auf 52 Terrassen. Aufgebaut. Marsan und Roussan sind Traubensorten, die sind sehr aromatisch, sehr vollmundig, also es ist ein sehr kräftiger Weißwein. Wir haben Jahrgang 2019, durfte er also schon ein bisschen liegen, sich entwickeln. Es erinnert auch so ein bisschen an einen Chardonnay. Sehr Dankeschön. Lecker, Dankeschön. Spannend, ne? Mag ich total gerne, aber. Ich finde es auch immer schön, wenn du dabei isst und sich dann das dementsprechend verändert, weil jetzt ist es so hart. Du hast so eine böse Note, die so dann noch nicht drin ist. Das ist so bitter und diese, ja, genau. Wollen wir tippen, hart. Was dann wohl der nächste Gang sein wird? Wir haben starken Wein, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch einen starken Geschmack haben, weil sonst würde der Wein untergehen. Wir brauchen irgendwas, das ballert auf jeden Fall. Klassischerweise würde ich jetzt auch auf Fisch vermuten, weil damit wird häufig begonnen. Hier übrigens kurz ein kleines Update zu. Wir haben uns auch gerade eben vor der Türe über diese Thematik moderne Küche unterhalten, habe ich gesagt. Von dem, was ich gelernt hatte, das war jetzt aber auch nur in Deutschland, orientieren die sich dann an der französischen. Das ist hier übrigens nicht so, das ist orientiert an der Schweizer Küche. Ja, genau. Wichtig auch für dich, ich frage dich jetzt mal immer nach den Gängen. Würdest du jetzt schon eine Aktie kaufen? 200 Franken kostet eine Aktie. Korrekt. Wie viel gibt's? Glaubst du? Ja, das wissen wir nicht. Ich sage übrigens meine Vermutung, um das zu kompensieren, wäre ein Ovo Maltine Toast. Ein was Toast? Bitte was? So, dann starten wir gleich mit dem ersten Gang. Haben wir eine Kürbiscreme. Oben drüber haben wir gebratene Shiitake-Pilze. Die wurden eingelegt in einem Shoyu- und Limetten-Sud. Shoyu ist wie eine Sojasauce gemacht, aber aus Schweizer Ackerbohnen von Patrick Marxer aus Wetzikon. Ein Jahr fermentiert im großen Holzfass. Darüber hat es nach geschmorten Hokkaido-Kürbis, geröstete Kürbiskerne. Daneben ein Eis aus gerösteten Kürbiskernen und ein bisschen Pilzcrumble. Oben drüber haben wir getrockneten Ziegenfrischkäse von Toni Odermatt aus Stanz und frischen Kerbel. Alles wird dann abgerundet mit dem Sud von den Pilzen. Hammer. Also ich hatte Unrecht, kein Fisch. Es ist ein vegetarischer Gang. Aber wir haben Pilz auf jeden Fall. Pilz ist immer Umami, immer Vollmundigkeit und dafür braucht man dann wahrscheinlich auch einen stärkeren Wein. Und dementsprechend Pilz auch sehr häufig in Vorspeisen, habe ich das Gefühl. Und hier oben drüber auch der Shiitake-Pilz ist ja normalerweise der, ich sag mal, natürliche MSG, sagen ja die sonst immer, ne? Ja, genau. Dass du da so also richtig normal... So Glutamat einfach. Ja. Okay, Ziegenfrischkäse ist natürlich auch aromatisch und wild. Ich finde aber krass, ich weiß nicht, aber das, ich mache das jetzt hier ganz frech, indem ich einfach alles runtermache. Diese Kürbiscreme ist halt wie so eine kleine Wurst geformt. Und die kann man halt, ja genau, wie so ein halber Donut. Und die kann man halt einfach so zerdrücken. Alles auf einem Löffel? Jo. Krass. Krass geil intensiv.
Und nimm danach mal einen Schluck Wein und merke, was passiert ist. Alles ist passiert. Schmeckt halt jetzt komplett anders für mich, der Wein. Manchmal wünsche ich mir für solche Videos, normalerweise nennt man das dann ein Voice-Over. Oh Gott, nochmal was anderes. Ich habe das erstmal durch die Nase ausgeatmet gerade. Hui. So eine Funktion, dass ich aber auch live, während ich was im Mund habe und das esse, die Reise mit beschreiben kann, auf die man da so geht. Weil wenn du alles wirklich miteinander vermischt, du fängst an sehr, und das ist ja immer dieses Spiel mit den Konsistenzen, ne, dass du Kürbiskern-Eis hast und du immer assoziierst. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, aber Eis ist bei mir immer noch süß. Du fängst an mit Salz, dann kommen die verschiedenen Konsistenzen. Du hast einen Crumble, du hast eine Creme, du hast einen Mousse, du hast einen Sud als Soße sozusagen noch mit dabei und wirst so richtig da so durchtransportiert. Das ist wie so eine Wildwasser-Rafting-Bahn, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so nicht mal, dass die Einzelkomponenten so unfassbar geil sind, aber das Gesamtkonzept reißt es dann voll raus. So. So ist es halt gedacht. Das ist halt so Kunst. Das ist halt so, was ich nicht kann, gerne kennen würde. Was ich spannend finde hier dran, ich fand den am Anfang vom Geruch her total penetrant und schwer. Und seitdem ich das esse, wenn du jetzt daran riechst, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde, der riecht jetzt sehr floral und süß auf einmal. Das habe ich noch nie gehabt. Spannend. Hat Spaß gemacht. Ja. Würdest du eine Aktie kaufen? Ja. Ja? Kann mich jetzt überzeugen. Wir sind Gang 1. Wenn das so weitergeht, brauche ich auch kein Fleisch übrigens. Also auch wenn wir es nachher noch bekommen. Aber das ist so ein Gang, dem fehlt nichts. Da fehlt kein Fisch, da fehlt kein Fleisch. Da fehlt ja, der ist rund. Das Konzept ist da. Weiter geht's. Schassler aus Neuenburg, aus Auvergne. Schassler ist eine klassische Schweizer Traubensorte, die eigentlich ins Fondue gehört. Also Schassler ist auch als Fondant, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Begriff. Man hat hier die typische Aromatik von Schassler. Er wurde aber auf der Hefe ausgebaut, im Fass. Das heißt, er ist viel cremiger und viel vollmundiger und hat eben diese schöne goldige Farbe, was nicht typisch ist für ein Schassler. Das Weinhaus La Maison Carrée ist eine der ältesten in der Schweiz und eines der ersten, die auf Biodynamie umgestellt haben, bereits in den 90ern. Habt ihr nur biodynamische Weine? Wir haben nur biodynamische Weine. Ah, krass, okay. Dankeschön. Danke. Der Wein ist jetzt zum Beispiel nicht so krass intensiv. Viel leichter, viel entspannter. Mhm. Das heißt, also vermutlich wird auch unser nächster Gang, jetzt tippe ich auf Fisch. Irgendwann werde ich recht haben. Meinst du nicht? Gang 2, ne? Ja. Ja, aber jetzt, wenn so ein feiner Gang jetzt kommt. Ich sag noch nicht, ich glaube, wir werden nochmal abgefangen. Nochmal vegetarisch? Nee, mit, ich glaube, er hat ein bisschen gespoilert. Der hatte gesagt, so Südfrüchte. Vielleicht ist es irgendwas. Ich glaube, das sind die einzigen Sachen, die mit auf der Liste waren, die nicht so regional waren. Also die man noch mal dazu holt. Vielleicht irgendwas in die Ecke, um das, was da drin ist, noch mal ein bisschen rauszukitzeln. Fruchtig oder irgendwas richtig krass Gemüsiges. Oder Fisch. Wir werden sehen. Es geht weiter mit unserem konfierten Saibling. Der ist versteckt unter einem kräftigen Senfschaum. Ach, jetzt genau wie bereits angekündigt, Topinambur. Ah, okay. Das Topinambur als Creme. Ihr habt die Topinambur gekocht und abgeflammt und die Schale knusprig als Chips gebacken. Das liegt als Senfpulver und Senfsprossen. Viel Spaß. Dankeschön. Also das Wichtigste ist, ich hatte recht. Es geht los, Peter. Also Senfschaum habe ich ein bisschen Angst vor. Also das ist der erste warme Gang, den wir hier bekommen. Jetzt muss ich mal kurz sagen, Topinambur, ne? Ja. Das ist ja... Die geile Kartoffel. Genau, die Kartoffel der Sterneküche, ne? Ja. Das sagt man ja so. Ja. Oh, das ist sehr gut. Schön mit der Topinambur-Schale als Crunch noch dazu. Ist ein schöner Topper. Sehr lecker. Also der Fisch ist halt versteckt. Der ist... Konfiert, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber das wäre dann langsam in Öl gegart. Habe ich auch selber schon mal mit Lachs gemacht. Das ist richtig geil, weil dadurch hast du durchgehend die gleiche Temperatur drin. Und es ist sehr, sehr weich dadurch. Der Senfschaum ist nicht so krass senfig, wie ich befürchtet habe. Die Assoziation mit Senf, wenn du normalerweise im Regelfall dir auf welchen Wurz ist, auch immer so mega drüber. Ne? Ja, genau. Das ist also Senf ist alles immer ist krass. Senf. Ja. Ja. Topinambur passt da perfekt auch zu. Ich habe jetzt aber null Assoziation Kartoffel mit Senf, so gar nicht. Der Wein passt gut dazu. Der ist jetzt bei mir auch ein bisschen wärmer geworden. Der war vorher eiskalt, jetzt ist er wärmer und das ist liebe besser. Das eiskalt. Na, okay. Der killt dann nochmal so nach hinten raus. Ich muss auch hier wieder sagen, finde ich, hier sind so schöne Säurespitzen mit bei. Auch in dem Senfhaum so nach hinten raus, wenn du runterschluckst, schnellt das noch einmal so durch den Hals. Aber das halt gepaart mit so einer wahnsinnigen Cremigkeit ja, durch total. Diesen Schaum und den Fisch, der ja auch sehr weich ist. Das ist gut gemacht.
Ist geil. Hey, alles in allem, einer der leckersten Fischgänge, die ich jemals hatte. Ist langweilig, wenn es so gut ist, ne? Können wir uns mal einen Scheißgang schicken? Das macht mich sehr glücklich, alles. Ja, mich auch. Also so absurd rund. Ich habe nicht mal irgendwas, wo ich sagen würde, ich lass mich weitertragen. Nach Frankreich, ja, ins Bordeaux, auf das Weingut Long Cheval. Das von Reto Erdin geführt wird. Reto Erdin ist kein typischer französischer Name. Wir haben ein Cuvée aus Merlot und Cabernet Sauvignon 2022. Das ist ein extra junger Jahrgang. Ich finde den auch sehr, sehr angenehm, sehr schön ausbalanciert. Eben diese frische noch, die Frucht und dennoch schon schön voll. Dankeschön. Ja, ne? Aber Trauben und Wein. Wein ist so ein bisschen das, was Kaffeeleute probieren zu sein, habe ich ja, das Gefühl. Ja, ohne Scheiß, aber ne? Kaffee, der geht mir so auf, sagt diese Kaffeearschlöcher immer. Aber der ist cool, der Wein. Ja, der ist drink easy, ja, das finde ich ganz gut dazu. Auf jeden Fall. Mit Rettich, da bin ich immer gespannt. Ja, ich sage, es könnte ein Obermaltine-Brot werden. Da kriegen Sie eine von meinen Favoriten-Gänge. Okay. Eine Variation vom Rettich. In der Mitte süßgegart und angebraten. Finden Sie den Rettich-Herz. Die Farbe kommt selbst von den Gemüse. Das ist eben nicht gepickelt oder was auch immer. Okay. Mit frischen Dienern und knusprigen Zwiebelringen. Zusammen mit fermentierten Aprikosensaft und Dillöl. Jetzt kommt noch eine Soße dazu. Oh, schöne Farbe. Also das ist jetzt wirklich produktfokussiert, maximal. Du hast jetzt Rettich mit Rettich und Rettich und Rettich. Noch ein bisschen Aprikosen mit Rettich. Rettichherz hat man nie was von gehört oder gesehen. Ich auch. Ich wusste nicht, dass sie noch ein Herz haben. Ich probier erstmal das Rettichherz. Finde ich gut. Ich mache wieder alles schön zusammen, wie es sich gehört. Eine Komposition, die man essen muss. Was sagst du zum Herz? Krass geil. Krass geil. Na, sauer auch, natürlich. Oh, ja. Gebe ich wohl. Aber auch süß wieder. Das Herz alleine hat schon so komplexe Geschmäcker. Holy fuck. Wichtig auch, das sind hier keine gepickelten Rettiche, sondern Wassermelonenrettich, hat er gesagt. Mhm. Was sagt mir dieser Gesichtsausdruck? Das hört ja gar nicht auf. Nee, es hört nicht auf. Kennst du das, wenn das hier hinten so zieht? Aber positiv hat das gerade da gezogen. Das ist wirklich, es hittet auf jeder einzelnen Ebene die gleichen Geschmacksknospen, weil du immer wieder Rettich hast, der dann in den Vordergrund kommt. Und der geht im Prinzip wie so eine Stufe. Du setzt dich einmal drauf ab und dann gehst du eins höher, dann kommt der nächste Geschmack dazu, dann gehst du eins höher und du hast immer so Transportmittel wie Dill, die geröstete Zwiebel. Und es wird immer komplexer und immer weiter. Und das zieht mir wirklich an den Seiten von hier, hier hinten rein, mit immer komplexer werdenden Rettichtönen. Und das hört nicht auf. Also ich habe jetzt einmal die Hälfte des Gerichts mit einem Löffel nochmal genommen. Ich habe schon zu wenig gekaut, weil ich habe Angst bekommen mittendrin, dass es noch weiter eskaliert. Das ist ja wirklich, aber geil. Ja, super intensiv, aber trotzdem abgerundet. Die frischen Rettichscheibchen geben eine gute Konsistenz noch mit rein. Ich habe das Rettichherz einmal alleine probiert. Mhm. Das war voll intensiv und die frischen Sachen nehmen sogar ein bisschen Stress raus. Ich finde, dann layert das so ganz wild nach oben. Also irgendwie endet das gerade in einem absoluten, in einer absoluten Explosion, aber auch durch diesen Dill. Beim Wein finde ich interessant, weil ich finde den eher kontrastet. Voll, den finde ich sehr herbe. Ja, genau, der ist gar nicht so, der ist gar nicht so, um das Gericht zu unterstützen, sondern um einen zwischendurch immer mal wieder rauszuholen. Wie sieht es bei dir mit den Aktien aus? Ich mache mal kurz einen Zwischenstand. Sind wir bei einer, sind wir bei zwei? Ja, ich würde erstmal mit einer anfangen und gucken, was passiert. Du bist aber noch dabei. Ja, ja, ja. Die Aktie wird noch nicht verkauft. Die beiden noch. Halten, halten, halten! Auf jeden Fall ein Herzensgericht. Wegen dem Herz. Servieren einen Spätburgunder zum nächsten Gericht. Auch wieder etwas frisches, knackiges, junges. Das ist der einfache Basiswein von Weingut Basenhaus, aus dem Stahltank ausgebaut. Hat kein Holz gesehen, nichts. Sehr knackige Säure. Es wird im nächsten Gang etwas mit Rote Beete geben. Also so das, ah, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann die Säure noch genau dazu, ja. Und teilweise haben die Kinos auch so eine Rauchnote. Mhm. Und es gibt dann auch noch was Geräuchertes dazu. Das Harmoniert sehr schön. Cool, vielen lieben Dank. Wusstest du, dass Spätburgunder einfach die deutsche Bezeichnung für Pinot Noir ist? Weißt du, was Pinot Noir auf Deutsch heißt? Spätburgunder. Korrekt.
So, wir kommen zum nächsten Gang für euch. Da haben wir unseren Urdinkel, Kernotto. Der Urdinkel kommt aus Basel-Land und wird dann... Was ist das? Urdinkel, ja. Eine Getreidesorte. Wird angesetzt wie ein Risotto und dann aufmontiert mit einem Girandenpüree und Butter. Dann haben wir für dich einmal geräucherten Knollensellerie, eingelegten Sellerie und Sellerie-Vinaigrette. Und oben drüber eine Sellerie-Blanc-Soße. Und für euch haben wir Aargauer Moschusente vom Lerchenhof in Abtwinen, Aargau. Mhm. Im Kernotto drin haben wir das gezupfte Schenkelfleisch, oben drüber die geräuchte Entenbrust aufgeschnitten. Dann hat es noch ein bisschen Randenvinaigrette und Rauchcreme. Mhm. Oben drüber die Soße von den Schenkeln der Enten. Ja, vielen lieben Dank. Also riecht krass, finde ich. Riecht ordentlich. Dinkel wie so ein Risotto angemacht, finde ich aber auch abgefahren. Dass wir essen jetzt quasi so Weizenküche. Ja, also wenn glutenunverträglich sind, heute kriegt. Ja, das wäre blöd, ja. Krass. Entspannter als ich dachte. Ich hatte erst voll die Pfeffernote im Mund. Die ist instant verschwunden. Die Beete ist auch ganz mild. Wie geil ist es denn bitte, aus diesem Weizen das Risotto zu machen? Du hast im Prinzip wie bei einem Risotto diesen Reiseffekt, ne? Von so einem perfekt bissfesten kleinen Reiskorn. Und dann crunchst du drauf und dann kommt schon wieder ein Crunch. Das ist so ein absurdes Mundgefühl. Das ist ja nur geil. Finde ich auch geil. Das ist ja das viel bessere Risotto. Sehr schön. Auch wieder ein cremiger Gang. Mhm. Aber überhaupt nicht übertrieben butterig oder so. Ich finde auch die Ente überraschend mild, muss ich sagen. Das ist ein sehr milder Gang, ein sehr zurückgefahrener Gang, was aber okay ist. Der Wein ist ja auch ein bisschen entspannter als noch davor. Aber das tut gut gerade. Das andere war so richtig Colorblocking in Wein und es ist krass. Das ist jetzt sehr harmonisch. Es schmeckt ein bisschen wie ein leichter Gang, aber es ist natürlich kein leichter Gang. Weil Ente ist wahnsinnig fettiges Fleisch. Du hast halt Teig. Aber geil. Der hier ist wirklich der absolute Inbegriff von einem Feel-Good-Gang. Ja, ich meine, Risotto ist ja auch immer ein Herzgericht so. Das ist auch immer so schön cremig, so butterig, so käsig. Das hat es hier auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist schon geil. Das ist auch mein Favorite. Ja, Favorite bisher? 100%, ja. Ah, krass. 100%. Das finde ich gerade nur gut. Wir sind hier bei Josef und Vincent Puigcros, südlich von Barcelona, also in Katalonien. Wir haben einen 100% Grenache. 2012 im Jahrgang. Man hat in der Nase fast das Gefühl, der Wein könnte süß sein. Aber ist er da ungefähr? Wenn man ihn trinkt, ist er komplett trocken. Vielen lieben Dank dafür. Danke. Wenn du einen Wein kaufst, ne? Gehst du nach Etikett oder gehst du nach so, das mag ich? Ich kaufe gar keinen Wein. Ah, viel. Ja, smart. So, Bier. Wenn ich einen kaufe, dann lasse ich mich beraten von Felix, dem Sommelier vom Toulouse-Lautrec. Ich bin kein großer Weinträger. Außer hier dann? Ja, außer beim Essen halt. Also wenn ich essen gehe, dann schon. Aber da lassen wir auch was empfehlen. Und ich kaufe nicht viele Flaschen. Weißt du eigentlich, ob es irgendwo ein geführtes Sternemenü gibt mit einer Bierbegleitung? Ja, gibt es. Ja? Ich weiß aber nicht mehr wo, aber gibt es auf jeden Fall. Hast du es mal gemacht? Nee. Ich habe schon mal eine Bierbegleitung gemacht von einem Biersommelier. Das war aber privat. Und dann hat er auch so kleine Snacks gereicht immer. Mhm. Aber ich mag diese Biere nicht. So meistens hast du dann wirklich so Craft-Biere, die dann irgendwie so Geschmack, so krasse Geschmäcker. Erst Kirsche, dann sehr chemisch. So. Ja, ich mag halt super industrielles Bier. Mag ich am liebsten eigentlich. Schön aus dem grünen Glas, damit das immer noch so funkelt auf dem Segelschiff. Das muss ja jetzt nicht immer ein Craft-Bier sein. Das können ja auch sehr naturtrübe, herbe, alte Biere sein oder sehr historische. Ja, also sobald es zu crazy wird bei Bier, bin ich ziemlich raus. Ich würde das sehr gerne mal mit dir machen. So schön essen gehen mit einer Bierbegleitung. Nicht, ja, dann müssen wir mal googeln. Oder vielleicht habt ihr Hinweise da draus. Ein schönes Sternemenü mit Bierbegleitung. Ja. Können wir mal ein paar Leuten vorschlagen, mal gucken, was kommt. Wollen Sie Wein oder Bierbegleitung? Smarter Move eigentlich. Für das Restaurant Mönchengladbach. Kauft die Aktien jetzt. Sturmi Smith, wer ist die SS-AG? Kleiner Einstieg für den Hauptgang haben wir ein kleines Cocktail mit einer Ochsenschwanzfüllung, einer Ochsenschwanzkonsumme, ganz wenig Sherry, durch eine Pilzdottelini mit einer Pilzkonsumme. Oh. Dürft ihr gerne rausschlürfen oder mit dem Göffel rausessen? Dafür ist er. Eine Göffel. Ja, dankeschön. Geil. Gabel und Löffel. Ein klassischer Göffel. Göffel. Schluss ist schon geil, ne? Es wird wahrscheinlich eine sehr intensive Erfahrung jetzt. Wird schon mal so ein bisschen. Du schlürfst schon mal an. Geht um. Oh ja, geil. Oh, das ist eine leckere. Ich fühle mich so ein bisschen wie kurz vor Weihnachten. Ist ja auch gleich schon wieder. Zweimal zwinkern wieder und dann ist wieder Weihnachten. Ich mag so Brühen, ne? Ich mag so Kraftbrühen, Markbrühen, Rinderbrühe und Ochsenschwanz. Oh, perfekt gewordetes Wort, oder? Kraftbrühe. Ich stehe auch auf Ochsenschwanz. Sehr lecker, sehr tasty. Ja, fühlt sich an wie eine wohlige. Und das ist jetzt quasi so ein Vording vor dem eigentlichen. Das heißt, ich würde jetzt mal vermuten, es gibt vielleicht Ochse. Aber wir werden sehen. Let's.
gekommen zum Hauptgang und habe einmal eine geschmorte Spitzkohl kombiniert mit Kartoffelcrunch und frischem Schnittlauch. Und für die anderen gibt es ein Duo von Black Angus Rings aus Ennetbürgen. Das liegt im Kanton Nidwalden vom Hof Holz. Ihr habt unten rechts ein Stück vom Entrecote schön rosa gebraten. Kurz auf dem Holzkohlegrill für etwas Röstaromen. Das Stück, welches oberhalb auf der rechten Seite liegt, ist vom Rindernacken geschmort mit knusprigen Kartoffelflocken. Ebenfalls aus Kartoffeln ist die Rose gebacken. Dazu gibt es noch eine geschmorte Karotte, garniert mit Karottencreme, gepickelte Karotte und geräuchte Karotte. Das ist eine Kräuterschalotte mit Vinaigrette zusammen mit der Schüssel. Oh, die sieht aber sehr geil aus, die Jus. Okay, jetzt haben wir ein paar Komponenten. Das Entrecote so spannend, ne? Immer noch mal leicht angebraten und du bist hier wirklich in so einer. Du bist in der Fingerspitze noch zu dem Rand nach außen perfekt auf den gleichen Garpunkt gebracht. Viel krasser geht's nicht mehr. Also das ist schon Millimeter und Millisekundenarbeit, die hier passiert ist. Okay, das Steak ist sehr, sehr gut. Ich finde auch geil, dass die hier nicht Filet servieren, weil Filet sackt. Filet ist langweilig, Filet hat zu wenig Fett. Entrecote, sehr gut. Okay, jetzt nehmen wir das so, aus Kartoffel so eine Rose zu machen, das ist halt auch scheiße Arbeit. Ne? Also ich gehe mal in den Nacken zuerst rein, bevor ich in die anderen Sachen reingehe. Ja, das ist sehr gut. Alles zusammen ist super, zumindest mit dem Entrecote. Salzig, guter Biss, mit dem Crunch nochmal oben drauf, super lecker. Die Vinaigrette mit diesem Jus dazu, die ja, sowieso halt übertüncht und rundet alles ab. Aber das ist nur, boah, das ist so gefährlich, wenn du sowas kannst, Peter. Und du hast dann mal ein paar freie Tage und das hast in der Gastro selten. Aber ich schwöre es dir, ich würde mir hiervon einen Liter Eimer einfach in irgendeiner Form kühl stellen. Von der Jus, ja? Ja, ich würde es einfach machen. Ich würde es einfach machen. So, geil. Also ich würde sagen, das ist ein relativ klassischer Hauptgang, was ich aber auch ganz cool finde. Weil es ist einfach gut umgesetzt. So ein Stück Fleisch mit Soße, Kartoffel und Gemüse, ehrlicherweise. Ja, ja, es ist aber exakt das. Es ist exakt das und dann noch Finesse da reingebracht. Genau. Und es ist genau das, was auch der Giet gesagt hat. Du erinnerst dich an den Anfang. Ja. Es ist eine Menge Finesse, um einfach ein einfaches Gericht modern zu interpretieren und in deinem eigenen Land zu bleiben. Super mit dem Wein auch dazu. Ja. Und wie gesagt, einmal rübergefilmt zu Nina kurz auf die Platte. Das gibt es natürlich auch noch in vegetarisch. Wir essen mal auf. Frische Seite. Wir haben einen Wein vom Weingut Salomon und Hof aus dem Ried Goldberg, was der Name schon sagt. Der Wein hat eine super schöne goldige Farbe. Oh, das Schöne ist bei dem Grünwildlieder, was ich finde, wir haben feine Honignoten. Mm. Diese Honignoten passen perfekt zum besten Käsegang. Ja, okay, das wurde gerade auch schon angekündigt. Ich bin sehr hyped, muss ich sagen. Den finde ich sehr lecker. Der macht richtig Spaß. Der ist schön sanft, der ist schön entspannt. Ich finde das auch, was Sie gesagt haben, mit den Honignoten, aber der ist nicht süß. Finde ich auch entspannt auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf den Käsegang. Ich bin so hyped, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Würde ich sagen, schauen wir mal den Käse an, weil ich bin wirklich gespannt, ob ich den Dass wir niemals ins Video kommen. Das schauen wir uns doch mal den Käse an. Oder? Warum? Das ist doch voll unnötig. Ach so. Käse. So, wir haben ja schon von zwei Leuten gehört, der beste Käsegang in Zürich. Und zwar haben wir zum Käsegang in der Schüssel ein Krüttenchutney, Früchtebrot und eingelegte Stachelbeeren von Slow Grow aus Münchertal vom letzten Jahr im Zürcher Oberland. Dazu die glasierten Kräuterkartoffeln aus dem Albulatal. Und für drüber haben wir die blaue Meise. Let's go! Ach, es kommt da drüber! Ich bin komplett hyped jetzt. Geil, Blauschimmelkäse. Wie steht's bei dir, Stummi, mit Blauschimmelkäse? Ich bin gespannt, du. Ja. Ich lass mich heute überzeugen. Das ist ein Raclette-Gang. Das ist halt mit Kartoffeln, mit eingelegtem und darüber Blauschimmelkäse. Das ist so. Stachelbeeren, ne? Auch Stachelbeeren liebe ich. Let's try. Oh, das ist viel Käse. Oh, der geilste Käsegang und Peter ist glücklich. Ui, ist das geil. Ist das geil. Also, muss man schon so Käse für mögen, ne? Boah, lecker. Ich hab noch nichts gegessen. Boah, wir haben das Wasser im Mund zusammen, dann läuft mein Sabber dieses Weinglas runter. Das Chutney, ne? Super süß, super würzig. Boah, ist das geil. Der Käse überdeckt ehrlicherweise ziemlich viel. Ich finde, das, was da drunter passiert, überdeckt den Käse zum Glück ganz schön. Ja? Okay, krass. Ich finde, das Chutney gleicht durch die Süße extrem dieses super salzige und muffige von dem Käse aus. Ich atme aus durch die Nase und ich habe keine Krise. Peter ist wirklich mein Genussvorbild. Oh, dieses Augen zu, die so Nase lecker. Leicht nach oben, die Haare perfekt sitzend. Meine Heller von Sinn des Fine Dining. Also ich finde es super intensiv. Als nicht großer Käseesser, wir sind natürlich sowieso falsch in der Schweiz. Ich muss Timo
davon jetzt auch gleich essen lassen. Das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, ist diese Kruste von dem Blauschimmel, der wohl mit hier drin ist, weil ich möchte natürlich die Aromen mir auch nicht verwehren, damit ich es wenigstens identifizieren kann, weil man muss alles mal gegessen haben, weil ansonsten weißt du nicht, wo, welche Richtung irgendwas ausschlägt. Das ist der beste Käsegang, den ich bisher gegessen habe. Ich bin halt ein Feelgood-Boy, ich bin immer noch ein Brauhauskind, deswegen liebe ich solche Feelgood-Gerichte in der Sterneküche, die das mal auf ein neues Level heben. Also das ist wirklich, das ist lecker. Das ist auch für mich als Nicht-Käse einfach ein schönes Erlebnis, gerade mit dem Wein. Das heißt, jetzt gehen wir vom Käse, geht man ins Süße immer, ne? Ja. Den ganzen salzigen Gerichten. Das ist eine Blutorangen-Explosion. Mhm. Ganz wichtig als Instruktion, diese Kugel, diese Praline, im ganzen Essen und vor dem Beißen Mund zu. Ja, okay, alles klar. Also Explosion ist Explosion. Machen wir das jetzt zusammen? Ja. Soll jeder dem anderen die Praline in den Mund schieben? Ja. Nee, die saftet zu viel, oder? Oder doch? Leute, den Mund noch auf. Ich habe gerade kurz mit meinem Augenlicht abgeschlossen. Holy, holy. Das ist eine geile Erfrischung. Es schmeckt außenrum wie Schokolade, wie weiße Schokolade, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Warum wird es nicht sein? Das ist auf jeden Fall weiße Schokolade. Das ist weiße Schokolade? Ja, 100%. Das ist sehr, sehr zart auch. Und wenn du einmal drauf kommst, dann platzt es halt wirklich. Und das ist halt gefüllt mit so einem Blutorangensaft. Blutorange auch geil, süß, heftig bitter und dann wieder süß. Ist ja, immer wegen der weißen Schokolade ausgeglichen dadurch dann. Weil weiße Schokolade so ultra süß ist, theoretisch. Mhm. Blutorange, aber auch einfach so underrated, wenn man leicht einsitzen hat. Ehrlich? Ja, merke ich gerade. So. Ah, immer noch lecker. Bin immer noch beim Rotwein von der Hauptspeise. Ja. Aber den muss man manchmal auch ein bisschen mitnehmen. Ja, einfach auch mal Zeit. In Dessert zum Beispiel, was jetzt kommt. Bam, abmoderiert. Der süße Abschluss ist für die Mehrheit eine Walnussschnitte. Für dich einmal ein Pistazienkuchen. Wow. Die Walnussschnitte besteht aus einem Walnuss-Biscuit-Boden. Dann eine Nougat-Creme ebenfalls aus Walnuss gemacht, eine Walnussmousse. Und dann haben wir gebratene Birne und Bohnenchips zwischen den Azina-Questen versteckt. Ebenfalls aus weißen Bohnen ist das Eis. Ach, krass, Eis. Genau, gesundes zum Nachtisch. Absolutes Träumchen mit Bohnenmus. Ja, finde ich auch wild. Also das Eis ist aus Bohnen, das würde ich jetzt erstmal ausprobieren. Ja, ich würde genau das als erstes auch tun. Hätte ich in 1000 Jahren nicht erkannt. Das ist so mehlig am Ende. Wäre nicht worth in der großen Kugel, ist aber so klein als Akzent total spannend. Ja, vor allen Dingen, besonders, wenn wir das jetzt mal ausprobieren mit dem Rest. Ne? Genau, mit dem Zusammenspiel noch. Hm. Wohlig, toll und lecker fühle ich mich. Ich mag die Konsistenz am Ende nicht. Es wirkt irgendwie so im Mund so mehlig. Ich finde, das ist ein schöner Touch. Ich finde, das ist eine Art von Textur, die du nicht erwartest bei einem Eis. Dass du nochmal so einen mehligen Abgang hast, der sich wirklich komplett über den Mundraum legt. Ja, aber auch durch den Cracker. War ja damit zu rechnen, dass das Dessert nicht mein Lieblingsgang wird. Bei meinen Präferenzen. Ich finde das Dessert gut. Ich finde das Mousse oben gut. Ich finde den Crunch oben sehr lecker. Ich finde, die Kresse bringt eine schöne Frische rein. Ich finde die gebratene Birne, gerade weil die sehr krass flambiert ist an der Seite. Man sieht das, weil das so abgeflammt ist. Finde ich auch schön, dass man nochmal so Röstaromen in einem Dessert mit einbindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das Spaß. Aber die Eskalation, wie sonst, ist für mich auch nicht da. Was ich gut finde, ist, dass es nicht so süß ist wie klassische Desserts. Das stimmt. Also es ist echt nicht so übertrieben süß. Ich finde das Pairing sehr gut. Ich finde das gut gewählt. Mhm. Grüße aus der Patisserie. So viel Grüße. Zwar einmal ein Clafoutis. Clafoutis ist ein französisches Gebäck. Die Franzosen backen das ein bisschen größer. Normalerweise mit Apfel. Wir haben es mit Banane und Schokolade gemacht. Ah, okay, krass. Dann haben wir oben noch eine Kugel Bananeneis. Wir haben ein bisschen weiße Schokolade von Veltlin, die mit Croquants und mit Knallbrause bearbeitet. Oh, wow, okay. Und zum Abschluss dann ein süß-saures Ananas-Kokos-Chili. Also, es ist genau das, was wir gesagt haben, fehlt uns gerade. Wir sind gerade selber ein bisschen überrascht worden, weil das ist ja auch ein Überraschungsmenü. Wobei, ich würde da nicht ganz zustimmen, weil es ist Teig auch so und so. Das ist nicht die frische, saure Säure, die ich mir gewünscht aber habe. Aber die kommt hier gleich. Ja, okay, ja, die gut. Kommt hier oder gleich. So ein Mini-Gelee, ja gut. Ja, aber das wird funktionieren, Peter. Okay. Dazu noch die Pop-Dinger mit der weißen Schokolade, das würde ich richtig abholen. Genau, wir haben jetzt hier halt auch wieder so ein Schokoladen-Bananen-Küchlein. Das klingt schon sehr heftig. Das ist wie ein Bananenbuch.
Schokobananen-Küchlein. Finde ich sehr lecker. Jetzt muss ich nur leider sagen, die Eiscreme ist obendrauf. Ne? Die macht das Ganze eigentlich so ein bisschen erfrischend, aber der ist dann wieder so mächtig, dass es immer noch der Ausgleich nicht richtig ist. Und ich bin gerade total fasziniert, dass jetzt hier noch was kommt. Ich bin wirklich... Das geht auch über, ich sag jetzt mal, normale Petit Four hinaus. Das ist noch so ein Kuchenkrist. Das wäre so Petit Four theoretisch. Ich werde mir jetzt mal mein kleines Gelee, Ananas-Gelee-Stückchen mit hier dazu nehmen. Einfach das nochmal mit dem Kuchen zusammen genießen. Okay, ich will das gegen Ende. Das heißt, ich werde vorher die weiße Schokolade probieren. Das ist lecker sauer, dass es weh tut. Okay, die Schokolade ist sehr schokoladig. Kneipenhause habe ich gar nicht so stark gemerkt, aber ist geil. Mhm. Das ist ein guter Abschluss. Boah, ich bin jetzt so satt, Alter. Ich bin so fertig. Was denn? Was guckst du so kritisch, junger Mann? Ich finde das alles so lecker, was jetzt hier in die Nachspeise kommt. Ja. Aber ich kann immer noch nicht meinen Finger drauf halten, was mir noch gefehlt hat. Irgendwas muss dann noch hin, was knallt. Das ist genau wie das Gleiche. Also dieses Eis war schön und das hat so eine helle Note mitgebracht. Aber du musst irgendwas noch da drin haben, was dir auf die Schnauze haut. Weißt du, anstatt Apfelstückchen Stachelbeeren. Das war ein gemütlicher Sessel, in den ich mich nett reinsetzen konnte. Aber da schlafe ich dann noch ein. Ja, genau. So. Aber boah, nicht böse. Deine Wortbilder heute sind aber on point, möchte ich mal sagen. Dankeschön, das ist der Wein. Ich habe keine Ahnung, von was ich rede. Okay, Peter, ich würde sagen, wir beide sehen uns draußen. Yes. Bevor unsere finale Bewertung losgeht, natürlich noch mal ein kleiner Shoutout an unseren Partner des Trips, weswegen wir auch solche wunderbaren Sachen wie dieses Sterneessen machen können, und zwar Löwenanteil. Da haben wir momentan unseren eigenen Code für diese Tour. Und dazu könnt ihr natürlich noch mehr sparen, denn ab dem 12. Gericht, was ihr da bestellt, kriegt ihr auch ein gratis Gericht so oder so dazu. Es gibt auch übrigens Abo-Modelle, da kann man auch mal reingucken. Ihr könnt das so zubereiten, wie auch immer ihr es wollt. Habt ihr eine Mikro, macht ihr es in der Mikro. Habt ihr eine Pfanne, macht ihr es in der Pfanne. Habt ihr mal Lust auf was Schnelles zum Mittag oder zum Abendessen, könnt ihr das auch so machen. Also gönnt euch doch einfach mal ein bisschen was von Löwenanteil, das unterstützt uns und euren Bauch und ihr seid vielleicht auch nicht mehr so hungrig nach diesem Video und ihr habt auch ein kleines, sag ich sogar, Gourmet-Menü für euch zu Hause, zum Beispiel mit dem neuen Erdnusscurry. Aber jetzt geht's los mit der finalen Bewertung. Wir sind draußen angekommen. Oh, frische Luft, Alter. Gerade nach diesem Menü, Magen voll. Ich brauche drinnen warm. Ich brauche jetzt echt frische Luft. Ich sag dir wirklich eine Sache. Normalerweise bin ich immer einen zu drüber nach den meisten Sterne-Sachen. Oder so, dass ich denke, so entweder platzt du jetzt oder du musst eine Stunde liegen. Und hier geht's mir gerade nicht zu voll. Ich bin gerade genau richtig. Ah, perfekt. Also das ist neu für mich. Naja, für euch nochmal als Überblick. Ein 7-Gänge-Menü hat 185 Stutz. Franken ja, gekostet. Die Weinbegleitung, die wir dazu hatten, zu den 7 Gängen, 105 nochmal dazu. Das ist immer noch für das, was wir sonst hier erlebt haben in den letzten Tagen, tatsächlich ein vollkommen, fast schon, also wir haben 10 Sachen gefühlt. Ich kenne Sternrestaurants in Deutschland, die haben einen Stern gekostet, das Menü über 200 auf jeden Fall. Also ja. Das passiert nicht so häufig, aber gibt es auf jeden Fall auch. Und das dann hier, muss ich schon echt sagen, das wundert mich dann doch stark, wo der Lohn dann doch so viel teurer ist. Ja. Ich meine, die sind wenige und machen auch dann, ne, sind 4 oder 5 Leute, 4,5 sagen wir mal, weil der eine war ja nur zur Aushilfe. Also das ist schon ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Zürich. Und die sagen ja auch, die sind jetzt noch nicht so unfassbar bekannt und dann so overbooked. So, und ich glaube, das ist auch noch ein krasser Faktor. Also ich finde, das ist fast schon ein kleiner Geheimtipp. So, das ist so süß auf der Ecke, nicht riesen Advertisement. Ich meine, sie sind aber voll gewesen. Also, ja, klar. Also du musst schon davor so reingehen, aber also ich finde das schön. Ich würde das immer wieder machen. Dementsprechend genau die Frage, würdest du den Leuten eine Empfehlung aussprechen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mein erstes war auch in Zürich, mein allererstes Sternrestaurant in wirklich? Zürich. Aber das gibt's nicht mehr. Und das war ganz schrecklich. Das hatte so richtig Stock im Arsch und war ganz von vorne bis hinten nicht geil. Aber das hier war mega. Also bisher mein Lieblingssternrestaurant in Zürich. Also vielleicht gehen wir noch mal auf eine kleine Sternetour. Mit dir würde ich gerne mal eine Sternetour machen. Das finde ich auch gut. Ich würde mit jedem gerne eine Sternetour machen, aber mit dir am allerliebsten. Vielleicht laden wir uns dann Leute dazu ein für irgendwann eine Special-Sternetour. Vielleicht finden wir ein paar Leute von Michelin, die das lustig finden, dass wir sowas immer machen, die uns einladen auf ein paar exklusive europaweite Sternerestaurants in eine Testtour und wir suchen uns Influencer aus, die das mit uns zusammen testen. Ich würde es auch empfehlen. Ich fand das alles fantastisch. Schaut da mal rein. Schaut bei Peter rein. Schaut bei Röststoff rein. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.